Hallo liebe Sound- und Recording-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Deconstructed-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem aufstrebenden Newcomer Jack Garrett. Und wie das Ganze klingt, hören wir hier. Spannung steigt. Ja, Jack Garrett, noch nicht so lange der Name in meinem Umfeld hier. Nee, aber es wird so langsam. Du hast mir, glaube ich, mal den irgendwann auf YouTube empfohlen, weil der so unglaubliche Live-Performances macht. Genau. Als One-Man-Show mit Live-Looping arbeitet. Er ist extrem jung. Ja, er ist 24, glaube ich. 24, aber extrem tight in dem, was er da live macht. Multi-Instrumentalist. Also spielt tatsächlich jedes Instrument live eben ein, macht sofort einen kleinen Loop daraus und baut sich so seine Produktion auf und singt dann noch dazu und kriegt dann solche Abläufe, wie wir sie hier hören, tatsächlich mal eben live rausgehauen. Ja, also ich war sehr beeindruckt, es war eine Fernsehsendung und als ich mir dann die Produktion angehört habe, ist einem wirklich aufgefallen, dass er es wirklich live macht, weil die Produktion echt anders war und er hat sich einen Weg gesucht, wie er das live umsetzen kann und er hat wirklich da mit der linken Hand den Synthie-Bass gespielt und gesungen und alles Gitarre umhängen, die Hi-Hats gespielt und das macht er wirklich sehr, sehr tight und ja, es macht wirklich Spaß, ihm da zuzusehen. Ja, stilistisch irgendwie eine Mischung aus ein bisschen UK-Garage, weil man einmal House-Elemente hört, auch ein bisschen Two-Step, also so dieses verschobene, etwas swingige, dazu wie hier Soul-Einflüsse. Er singt wie ein Singer-Songwriter darüber. Sehr durchwachsen. Genau, es ist eine Mischung aus allem und eben live sehr interessant anzuschauen. Gut, wie man das Ganze jetzt am Rechner produzieren kann, schauen wir uns jetzt im Detail an. Bis gleich.